Moin, ihr Lieben, es ist endlich soweit. Wir beginnen mit unserer gemeinsamen Leserunde zu Nevermore, Fluch und Wunder von Jessica Townsend. Das war ja der Gewinner meines Büchercastings, wo ihr abstimmen durftet, welches Buch immer in die nächste Runde kommt und schließlich dann auch gewinnt. Und das Gewinnerbuch sollte dann in einer Leserunde gemeinsam gelesen werden. Und ja, jetzt ist es wie gesagt soweit. In Nevermore treffen wir auf ein kleines Mädchen, das einen Fluch trägt, und dieser Fluch, ja, birgt halt viele Probleme, und sie wird für alles, was in der Welt irgendwie problematisch ist und schief geht, verantwortlich gemacht, und an ihrem 11. Geburtstag soll sie sterben, oder das beinhaltet der Fluch, dass sie dort sterben wird. Aber sie wird von einem seltsamen Mann entführt oder gerettet, wie man es nimmt, in ein besonderes Reich. Ich glaube, Nevermore heißt dieses Reich. Und dort muss sie aber bestimmte Aufgaben erfüllen, um dort auch bleiben zu können. Was das ist, weiß ich alles noch nicht. Ich habe bisher nur in das erste Kapitel hineingelesen und es hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Es gibt sehr, sehr viele positive Meinungen dazu. Und es gibt immer wieder Vergleiche zu Harry Potter, jedenfalls gefühlstechnisch, dass das Lesegefühl ähnlich ist und dass da viel und ähnliche fantastische Ideen drin sein sollen. Und das spricht mich natürlich sehr an. Ich freue mich drauf, das mit euch gemeinsam zu lesen. Ich werde hier unter diesem Video schon unsere Abschnitte einteilen und unter meinen Kommentaren könnt ihr denn eure Meinung zu den bestimmten Abschnitt abgeben. Haltet euch auch bitte an diese Abschnitte, damit wir niemanden spoilern, also keine eigenen freien Kommentare verfassen, außer die sind sehr allgemein gehalten. Jeder liest in seinem Tempo, es gibt keine Zeiteingabe. Das ist das Schöne, finde ich, an dieser Struktur, wenn wir sie so aufbauen. Jeder kann ja anfangen oder beginnen oder beenden, wann er möchte, und kann dann jeweils immer zu den einzelnen Abschnitten seine Meinung äußern. Ich werde auch einen Post verfassen oder einen Kommentar verfassen, wo ihr eure Erwartungen reinschreiben könnt, wo ihr etwas hineinschreiben könnt, bevor ihr angefangen habt. Und ich hoffe auf regen Austausch. Und hoffe sehr, dass uns dieses Buch gefallen wird. Und ich freue mich wirklich schon sehr drauf. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht zu lange, ja, drauf gehofft und nicht schon angefangen, weil es jetzt ja leider ein bisschen gedauert hat. Es sind immer wieder andere Bücher dazwischen gekommen, aber ihr kennt das wahrscheinlich. Ja, und jetzt will ich dieses Video auch gar nicht mehr in die Länge ziehen. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, fragt sie gerne noch. Und ja, aber ich denke mal, es ist alles klar. Guckt einfach unter das Video. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit, besonders eben mit Nevermore. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.